So, da sind wir und willkommen zu Fortnite. Nicht Neid, aber Neid. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich wollte ja unbedingt Fortnite spielen, jetzt ist es ja auch für mich endlich soweit. Aber ich muss mir ja selber eingestehen, ich bin eher der PvEler und da springen wir auch gleich rein und das zum ersten Mal. Heieiei. Was es da wohl gibt? Ein Ladebildschirm gibt's. Hey. Bitte warten. Ah, da tut sich was. Das sieht doch etwas stürmisch aus. Das ganze Game befindet sich im Early Access. Und das wird wahrscheinlich auch noch bis zum nächsten Jahr so bleiben. Allerdings könnt ihr euch gegen die ein oder andere kleine oder auch größere Summe in den Early Access einkaufen. Und ich habe mir gedacht, das gönnen wir uns mal und wir schauen mal rein. Das Ganze hat mich ein bisschen auf den Videos eine Mischung aus Dirty Bomb, Left 4 Dead und Minecraft erinnert. Warum, werdet ihr bestimmt später noch sehen. Okay. Licht aus. Ach so. Nicht beachten, Vorstellungsrunde. Ich bin Ray und wir unterstützen den Kommandanten. Oder zumindest täten wir das, wenn wir einen Kommandanten hätten. Und wie an der Übung zu erkennen, überleben wir allein keine Sekunde im Sturm. Mhm. Nochmal? Das ist keine Übung? Okay. Das erklärt auf jeden Fall die Monster. Nur so nebenbei, unsere Mission war es, den Sturm zu verhindern. Also... Die Zombie-Apokalypse. Schon wieder. Danke, danke. Ich weiß. Nehmt eure Position ein. Lock, leg den Schalter um. Wann immer du bereit bist, Kommandant. Okay, Kommandant. Ramirez verlässt sich darauf, dass du die Überlebenden in Sicherheit bringst. Ach so. Nee, okay, doch nicht. Verstanden. Waffen und Gebäudesysteme gehen online. Was denn jetzt hier mit Zombies? Sachen bauen, Zombies abknallen. Keine Ahnung. Geh voran, Kommandant. Swarm and destroy. Hey, ich darf... Okay. In your face. Okay, schießen ist klar. Nachladen auch. Sehr gut. Rennen geht auch. Wenn etwas deinen Weg blockiert,
Die Spitzhacke. Die Geheimwaffe jedes Minecraft-Spielers. Wie ist die Situation da draußen, Ramirez? Ich habe die Stellung gehalten, aber nirgends ist es lange sicher. Wir sind hier, um zu helfen. Gefährliche Blätter. Hey. War das schon immer so schlimm, Ramirez? Ach Quatsch, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Wir müssen uns einen Weg aus der Höhle bauen. Wechsle in den Baumodus und wähle Treppen. Und das mache ich. Ah, okay. Mit F3 wählen. Wo ist denn das? Ach, da. Neues. Das hast du hervorragend gebaut. Loot, 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 loot. Loot. Oh ja. Viel größere Pistole. Dabei können wir helfen. Wir brauchen einige Handwerksmaterialien. Hau dafür auf ein paar Autos und Bäume ein. In Minecraft gibt's für jedes, für jede Variante von Ressourcen das passende Werkzeug zum Abbauen. Hier macht das alles die Spitzhacke. Immer her damit. Gut, das wäre dann alles, was wir zum Herstellen einer Waffe brauchen. Okay. Öffne das Inventar, klicke auf den Waffeneingang, ich kann Sachen durchsuchen. Wähle den Gegenstand aus und stelle ihn her. Ja. Ivas, sehr schön. Wähle das Waffen-Icon. Und auf C stellen wir es her. C wie Crafting. Das kriegen wir doch hin. Ramirez, komm. Wir werden angegriffen. Ich habe die Festung auf deiner Karte markiert. Los, beschützen wir die Überlebenden. Da. Ich stecke fest. Hilfe. Diese Musik ist irgendwie so beruhigend. Und da ist irgendwas Böses. Zombie Dudes! Noch mehr Zombie Dudes! Damn! Ich will auch! Lass mir welche über! Ja! Okay, irgendwie sah das eben nach weniger aus. Kann ich nicht doch einfach nach Hause gehen? Ohne Pizza essen oder so? Hey! Ich mach aus euch Shish-Kebab. Da geht's schnell runter. Au, au, au. Los, traut euch. So viel Glück hast du nicht. Wo sind sie alle hin? Was ist unser Status? Wenn wir es nicht bald hier rausschaffen, sind wir alle so gut wie tot. Wir arbeiten daran. Kein Grund zur Sorge. Wir geben dir Deckung. Legen wir ein paar Fallen aus. Um Höhlenwesen davon abzuhalten, ins Innere vorzudringen, kannst du Fallen vor der Tür aufstellen. Baumodus. Fallen auf M5? F5. Ah. Neues. Die Fallen sollten uns etwas Zeit verschaffen. Schauen wir mal, wie es den Überlebenden geht. Wir geben jetzt eiskalt einfach mal alles aus. Und Baumodus aus. Ramirez! Haltet durch, wir kümmern uns um alles. Also wie ihr schon seht, die Grafik ist eher comic-lastig. Aber wir haben relativ echt aussehende Waffen.
Was ich schon mal ganz cool finde. Ich bekomme hier ein paar wirklich komische Signale rein. Was ist hinter der Wand? Keine Ahnung, wir haben keinen Weg nach innen gefunden. Gute Arbeit. Jetzt haben wir eine Tür. Und die drückt man, die öffnet man mit E, nicht mit G. Notiz an mich selbst. Das war die ganze Zeit über hier? Hä? Eine Rakete oder sowas? What the fuck? Rakete. Warte mal, eine bessere Rakete konnten wir gar nicht finden. Da ist ein Satellit an Bord. Wenn wir einen Satelliten haben, können wir Ramirez und die Überlebenden zurück zu unserer Heimatbasis lotsen. Okay. Okay, also muss ich hier lang. Ich hoffe, man kann später die Reihenfolge der Items ändern. Das sieht doch schon besser aus. Ja, das beruhigt mich doch. So mag ich das. Es glänzt. Keine Ahnung, was es ist, aber es sah wichtig aus. Abheben sieht anders aus. No shit, Sherlock. Das ist eigenartig. Jemand hat die Rakete so umgebaut, dass sie mit Bluglow funktioniert. Also gut, dann lass uns mal nach Bluglow suchen. Durchsuche die Zimmer in der Nähe der Rakete. Ah. Tab öffnet die Karte. Hier unten liegt nichts mehr. Q war das Baummenü, 3 gab mir eine Treppe. Ah, das sieht doch gut aus. Am Anfang ist die Tastenkombination ein bisschen komisch. Oder die Tastenbelegung. Aber es geht schnell. Also man kommt sehr schnell damit klar, finde ich. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viele Frames ich habe, aber ich gehe stark davon aus, dass es flüssig ist. Oder ist ja noch mehr. Die Hölle? Ich komme dann so gleich, nachdem ich hier... Ja. Dann mach das. Ich muss hier erst alles klauen. Ausleihen. Ausleihen. Man weiß ja nie, für was man das noch brauchen kann. Da war ich. Und hier gab es, glaube ich, nichts mehr. Dann kann ich jetzt zur Unterstützung kommen. Ich eile. Da muss ich lang. Schließen die Türen von selbst? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, Forest. Forest, ja. Forest. Ihr habt extra auf mich gewartet. Oh. Der ist größer als die anderen. Und er scheint mich nicht zu mögen. Gott verdammt. Noch Mann. So, gerade nachladen. Ducken? Gibt's ein Ducken? Gibt's ein Ducken? Oh. Auf Alt kann man das Inventar quasi... Push to Inventar, wenn man so will, öffnen. Das ist nicht schlecht. Ich habe eventuell zu viele Fallen gebaut. Wobei, ich glaube, das soll im Endeffekt auch so, dass man sieht, dass Fallen nützlich sind. Aber so nützlich... What? Das hört man gern. Luftschlag? Zur Hölle. Ruf den Luftschlag, sobald du bereit bist, Kommandant. Wow, Kommandant. Du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Ach so.
Ultimate. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie die Ultimate-Fähigkeit. Sterbt ihr Kartoffeln! Cutscene! Schlimm. Immer diese Schwarzfahrer, wenn das die Deutsche Bahn sieht. Irgendwas ist passiert, aber ich sehe genauso schwarz wie ihr. Ah. Bitte nicht wundern, dass ihr im Moment keinen Ton hört von dem Spiel. Ich fummle gerade in den Streaming-Einstellungen rum. Und finde natürlich nicht das, was ich suche. Oh Gott. Ja. Grim Place? Grim Place? Grim's Place? Grim Place Base. Kann ich da Underscores oder Scores machen? Striche machen? Grim Place Base. Das klingt cool. Das nehmen wir. Verdammt. Warum gibt's hier kein Smiley? Ich will ein Smiley. Schwierig, 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 schwierig. The most awesome llama. Oder das. Aber eigentlich sind wir ja Bombe, nicht wahr? Ja, schlechter wird's. Wir können natürlich auch das Alternativ... Ja, wir nehmen das. Das rote Mordlama. Bam, bam, bam. Das ist cool, das nehmen wir. Das sieht aus wie Loot. Hey, Bodenstacheln, eine neue Falle und eine neue Knifte. Nice. Immerhin haben wir jetzt das Hauptmenü. Okay. Ich gehe stark davon aus, dass unsere Auflösung gut ist, aber ich möchte es dann doch gerne sehen. Unbegrenzt ist gut. Okay. Ich lasse es erstmal drin. Ich bin ein bisschen neugierig. Ja, das war alles soweit okay. Ton fand ich auch eigentlich okay. Steuerung auch. Was? Ich kann direkt aus dem Spiel? Cool. Das ist die große Weltkarte, auf der wir die einzelnen Missionen auswählen können. Soweit war ich schon mal. Aber ich befürchte, ich muss jetzt durch das Tutorial durch.
Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Da bin ich. Soldier. Buffalo Soldier. Egal, was wir tun. Ah, da steht's. Errichte den Sturmschild. Missionen ab. Was? Ja. Nö. Vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist nicht gut. Ja, so viel dazu, Freunde. Das hat's mal richtig schön zerlegt. Wir springen mal hier schön auf den Bildschirm. Ah, wird ausgeführt. Ich glaube nicht dran. So, wo haben wir dich denn? Doch, Fortnite läuft tatsächlich im Hintergrund weiter. Klasse. Freunde, ich zeige euch Fortnite. Und es kackt ab. Wir wechseln mal wieder auf die Spielaufnahme. Und jetzt müsste es ja eigentlich wieder auftauchen. Wenn ich jetzt wieder abkacke, dann bin ich ein bisschen deprimiert. Aha. So. Drückt mir die Daumen, dass es jetzt klappt. Ja, wir haben ein Update und ich habe 600 Frames. Läuft. Ja, und da wollen wir mitmachen. Hoffentlich ist es nicht wie bei Warframe, dass dieses Spiel jetzt quasi verflucht ist und wir kommen da gar nicht mehr rein. 1,78 Frames? 1,78 Frames. Doch bitte nicht. Das wäre ein bisschen traurig. Mit einer 1080 Ti. Okay. Was? Ich bin verwirrt. Noch mehr als sonst. Egal, wir machen alles nochmal neu. Und bitte, liebes Fortnite, lass jetzt nicht wieder das Spiel abstürzen. Wusa. So weit waren wir eben auch schon. Ach so, so kann ich mich dann hinterrücks reinschleichen in den Tree und in die Gadgets und so weiter. Aber da ich ja noch absolut null Plan habe, was ich tue, gehen wir einfach mal in die Mission. Und bitte jetzt kein Artifacting. Oder was auch immer das gerade war. Ja, das klingt besser. Ja, wir sind ein bisschen weitergekommen. Ehrlich, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein bisschen peinlich jetzt. Nicht für mich, aber für die. Woran das wohl wieder liegt? Wir haben es immerhin durchs allererste Tutorial geschafft.
Ich werde jetzt das Einzige, was ich umgestellt habe, wieder zurückstellen und beten, dass es jetzt klappt. Ansonsten habe ich schon von ein paar Leuten gelesen, die diesen Fehler haben. Aber das kann, muss und will ich jetzt ja nicht unbedingt im Stream beheben. So, soweit waren wir eben schon. Und bitte, 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 liebes Spiel, verarsch mich jetzt nicht. Das heißt ja immerhin schließlich, man kauft sich in Early Access ein, um als einer der Ersten zu spielen. Ja, aber dann möchte ich auch zumindest ein bisschen spielen. Das ist ja unglaublich. Da sind immer noch Menschen am Leben, die wir retten können. Das könnte unser Ding werden. Wo fangen wir an? Ich will meine 800 Frames wieder haben. Egal, Hauptsache es läuft. Alles wird gut. Habt ihr gehört? In your face. Also cool ist es ja auf jeden Fall. Und für einen Early Access Titel ist es auch ziemlich polished. Sprich, es ist nicht polnisch, sondern es ist poliert. Viele Sachen sind sehr, sehr gut dafür, dass es ein Early Access Titel ist. Auch die gesamte deutsche Übersetzung scheint schon gelaufen zu sein. Beschissene Ausrüstung. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir diese Heimatbasis in was richtig Cooles verwandeln können. Ach ja, wir müssen erst etwas durchsuchen, also wir können es durchsuchen, wenn wir es direkt zerlegen, dann können wir es nicht mehr durchsuchen und was auch immer drin war, ist weg. Bob! Jawohl! What the f... Warte, was? Wie, wie? Aber wir haben noch nicht die Ressourcen, um das zu bauen. Das sind die Gegenstände, die wir in der Zeit und mit unseren Ressourcen bauen können. Nicht schlecht. Fangen wir mit den Grundlagen an. Keine Ressourcen, keine Gebäude. Ich schicke dir welche. Voll gemein. So, es gibt also Resource Drops. Yes! Los, bauen wir ein paar Verteidigungen um den Sturmschild. Beginnen wir mit den Wänden. Du hast Holz, Stein und Metall. Ah, auf Rechtsklick kann ich das Material wechseln. Ja, und wie baue ich etwas wieder auseinander? Na toll, ich hab's versaut. Bleiben wir bei Holz.
So, und einen noch. Füge jetzt eine Tür hinzu. Zack, zack. Haben wir. Als nächstes solltest du ein paar Böden und Decken bauen. Material war Rechtsklick. Schön, 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 schön. Das läuft ja. Und geht viel schneller als in Minecraft. Ja. Ich glaube nicht, dass wir so viele Ressourcen haben. Ja. Eine Decken- und eine Wandfalle. Eine Boden. Eine Wand. Und eine Deckenfalle. Entferne die zwei oberen Zeilen. Das sieht doch gut aus. Und es wird gleich übernommen. Da muss ich das nicht jedes Mal neu einstellen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Gut gemacht. Du verstehst was vom Bauen. Also gut. Zur richtigen Verteidigung des Außenpostens müssen wir an den Gebäuden noch ein paar Fallen stellen. Du kannst sie überall platzieren, aber denk daran. Du kannst sie überall platzieren, aber denk daran, dass der erste Angriff von Süden her erfolgt. Süden, 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 da ist Süden. Mal sehen. Okay, anscheinend darf ich hier nicht mehr bauen. Warum auch immer. Ja, darf ich nicht. Dann halt. Wandstacheln. Wandpfeile. Ich glaube, Wandpfeile ist gar nicht so verkehrt. Ich würde mir wünschen, ich wüsste, was die kosten. Aber ich habe nicht mal Ahnung. Okay, anscheinend bin ich dann jetzt... Ich habe mich doch jetzt nicht ernsthaft ins Aus manövriert, weil ich... Ah, nein, habe ich nicht. Sehr gut. Bodenfalle. Vielleicht, Das sieht gut aus. Und das sieht auch gut aus. Hab den Luftschlag kaputt gemacht. Jetzt lass uns nicht darüber streiten, wer was in einen Berg gerammt hat, ja? Fürs Erste reichen uns Granaten. Hier ist ein Ziel für dich. Wirf doch mal eine Granate zum Ziel. Ich hab da was! Gut gemacht. Offenbar sind wir bereit für die Verteidigung. Wenn deine Wände im Kampf Schaden nehmen, kannst du sie so lange reparieren, wie du entsprechendes Material hast. Du solltest vielleicht etwas mehr Munition herstellen. Dann bist du gut vorbereitet. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Keine Ahnung. Munition fertig. Und Knopf drücken.
klar. Schildleistung steigt. Wie erwartet sind die Schilde etwas unzuverlässig. Mal sehen, ob es der Sturm bemerkt. Ich glaube, er hat es bemerkt. Okay, du schaffst das, Kommandant. Verteidige deine Verteidigung. Komm, Putti-Putt. Throne Bones. Ich befürchte, er wird Freunde mitbringen. Ha! Genatzt. Bam, Junge. Wa? Und da geht er down. Ihm denn nicht in Ordnung? Ha! Läuft! Was war das denn jetzt? Ich hoffe doch. Ach nö. Ach nö, zu kurz geworfen. In your face. Ich meine mal, diese beschissene Busch da hinten wäre irgendein Typ, ey. Verdammter Zappelphilipp. Ha! Der hat gesessen. Yes! Genau so macht man das. Winner, winner, Chicken Dinner. Yay! Grim Play Space. Ich find's gut. Komm schon, gib mir was Cooles. Hey, wir haben die erste Kiste geschafft. Die zweite. Ja. Immerhin. Bitte warten. So, wir spielen jetzt 40 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Ding zuerst nicht so wollte, wie wir wollten. Und die Leute in der Aufzeichnung erst später dazugestoßen sind. Helden-EP. Mini-Lamas. Hey. Wir haben was geschafft. Keine Ahnung was, aber wir haben es geschafft. Schrotflinte. Und die
Echtgeldwährung. Ja, ich habe gesagt, jetzt kostet es Geld, aber irgendwann ist es Free-to-Play. Aber die Free-to-Play-Elemente sind allgegenwärtig. Jetzt kommt der lustige Teil. Lamas. Super cool. Was haben wir da Feines? Überlebenden XP, ein Hockeyschläger und Bodenstacheln. Upgrade Lama kostet 100 von den V-Bucks. Nö. Nö, nö, nö. Okay, Gruppe. Ach so. Ich muss es kaufen. Na denn. Wie gewonnen, so zerronnen. Ist das ein Lineal? Hey, was Grünes. Gib mir was Blaues. Ich wollte gerade sagen, bitte lass das kein Paddel sein. Oh nö. So. Oh, jetzt das nächste. Fertigkeiten. Du hast deinen Fertigkeitsbaum freigeschaltet. Sieh dich mal darin um. Ich habe noch meinen Belohnungslama. Nehme ich. Die erinnern mich irgendwie an ein Königreich für ein Lama. Ich weiß nicht. Fegt die doch nicht weg. Die guten Süßigkeiten. Das Raritätensystem ist eigentlich wie mittlerweile in jedem Spiel. Grau, weiß ist Wayne. Grün ist selten. Blau ist seltener. Dann kommt lila und dann orange. Fertigkeiten wollte er uns erklären. Dann mach das mal. Viel Spaß mit deiner Beute. Vergiss nicht, deine Mini-Lamas abzuholen und deine durch Missionen verdienten V-Bucks auszugeben. Ja, immer schön ausgeben. Oder echt Geld ausgeben und noch mehr ausgeben. Nein. Belohnung der Standard-Edition. Neue Banner. Nächstes. Belohnung der Deluxe-Edition. XP-Boost. Slots zum Lagern. Ein paar Helden, damit wir ein bisschen was zu tun haben. Ein paar Kniften. Eine Peng-Peng. Pizza. Das ist fast ein Smiley. Noch eine Knifte? Ach ja, natürlich. Man bekommt einmal die Waffe und dann die Blaupause. Weil die Waffen mit der Zeit in Haltbarkeit verlieren und irgendwann kaputt gehen. Aber dann kann man sich einfach eine neue craften. Genügend Fertigkeitspunkte, um eine neue Heldenklasse Führungsfertigkeit freizuschalten. Erwerbe die Fertigkeit Konstrukteurführung. Ach da. Okay. Gute Arbeit. Also raus mit dir und bau was Cooles. Behalte deine Fertigkeitspunkte immer im Blick. Du erhöhst die Stärke deiner Heimatbasis und verdienst neue mächtige Gadgets am einfachsten, indem du den Fertigkeitenbaum nutzt. Okay, ich bin Stufe 1, das bringt mir gerade nicht ultra viel. Das Schild ist aktiv, die Überlebenden sind sicher, Ramirez ist einsatzbereit. Kein schlechter Anfang. Bah, Lok, zeig uns den Statusbericht. Okay, guter Bericht. Da wäre aber eine Sache. Sollten wir das mit dem Weinen in der Einsatzzentrale nicht lieber lassen? Sogar wenn das Radar... Oh, jetzt ist alles rot. Kommandant, mehrere
Stürme treffen bald auf die Heimatbasis. Und keine Ahnung, Skizzen. Wie wir den letzten Teil kanntest du. Aber Helden. Möglicherweise habe ich. Hier gibt es sicherlich etwas. Ressourcen. Hast du was? Was Hölle? Ah, da habe ich es ja. Bei Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten kann der 24-stündige technische Support kontaktiert werden. Also, das nenne ich einen Notfall. Ausgezeichnet. Ich habe die Position gefunden. Also los. Was haben wir denn hier? Meuchelmörderin. Ramirez. Basic Keil. Oder Basis Keil? Ach, weil er Konstrukteur ist. Wie machen wir das denn? Kondition und Schild sind ganz ordentlich eigentlich. Wenn mir jetzt noch einer sagen würde, was diese Fähigkeiten sind. Shockwave. Und er ist Konstrukteur. Der grüne Soldier, Ninja, Konstrukteur. Und dann haben wir die zwei Soldiers. Die zwei Soldaten. 5, 3, 9, 1, 2, 2. Schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Splittergranat, Schockwelle. Also eigentlich nimmt sich das nicht so viel. Dann nehmen wir erstmal ihn. Ja, und Einheitenbonus haben wir gar nicht so viel von. Aufrüsten betrachten. Okay. Einheiten. Ist das kompliziert, Freunde. Wie habe ich das jetzt wieder hingekriegt? So, er ist unser Held und das bleibt jetzt so. Ach so, jetzt. What? Okay, das muss anscheinend erst gemacht werden. Doof. Alle Überlebenden, die konnte man, glaube ich, auf Missionen schicken, dass die für jemanden was erledigen. Für uns. Da haben wir es. Shop. Ihr seht schon. Geld, 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 Geld. Gebt doch bitte Geld aus. Hey, neue coole Sachen fürs Banner. Und wo sind die? Ich sehe sie nicht. Müssen die hier nicht irgendwo sein? Ja, dann bleiben wir bei den Mörderlamas. Was? Ich will doch gar nicht. Das war doch gar nicht der Plan, Menno. Vorspulen, 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 vorspulen. Nein.
Legen wir doch noch mal eine Runde los. Heißt das, ich kann nicht die Knarre wählen? Verwirrend. Wenn es neue Knarren gibt, müsste ich die doch eigentlich auch jedem Charakter zuweisen können. Komisch. Naja. Dann schauen wir doch mal, was wir gebrauchen können. Ein bisschen Holz geht immer. Aber wir dürfen auch nicht zu messyhaft sein. Denn dann... haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Was mich auf den Trichter bringt. So ging das. Genau. Das sieht doch schon besser aus, Freunde. Jetzt wäre nur ein ordentliches Crafting-Werkzeug noch ziemlich cool. Backpack. Noise. That's a paddling. Hockey? Casey Jones? Nein, heute nicht. Munition. Großkaliber. Starke Waffen? Nein. Schrot. Also irgendwie wird meine Munition nicht mehr, habe ich so den Eindruck. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Ich hau Autos kaputt. Ich bin mir noch nicht sicher, inwiefern mir das hilft. Aber ich habe einen Laserpointer. Das macht vieles wieder wett. Oh. Kukiluki. I got hooky. Komm, Putti-Putt. Oh Mann, da sind wir eine ganz schöne Menge von hier. Was heißt hier? Oh. Wie nein? Die beiden Waffen teilen sich einen dieser Munition? Tada. Ich will doch nur ein anderes Crafting-Teil. Keine Ahnung, wie ich das hinkriege. So. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich zu tun habe. Hey. Reise zum Labor. Darf ich hier einfach durchgehen? Dankeschön.
Reise zum Labor. Oh, es wird windig. Da hinten habe ich was gesehen. Was ist da los? Lasst mir welche über. Ich will auch mit ihnen spielen. Hey! Loot! Ich mag Loot. I am Loot. Fast. Sieht ja sehr nett aus hier. Das musst du kaputt machen. Nicht. Sieht verlassen aus. No shit, Sherlock. Neues. Das ist ja Wintertech-Ausrüstung. Was macht sie denn hier? Schau dir mal den Computer an. Wow, interessant. In Vorbereitung auf den Sturm haben die Wintertech-Labore experimentelle Waffen entwickelt. Normalerweise würde mich sowas stören, aber heutzutage fahre ich voll drauf ab. Dieses Labor hat an einem Projekt mit der Bezeichnung Atmosphärenlaser gearbeitet. Ich habe die Skizze runtergeladen. Probieren wir es aus. Zur Initiierung brauchen wir etwas Blue Glow, um die Waffe mit Energie zu versorgen. Im Labor sollte einiges sein. Ich habe da so eine Ahnung, dass wir uns einen Vorrat an Patronen zulegen sollten. Es gibt zwei Arten, Kugeln herzustellen. Du kannst dein Inventar öffnen und die Kugeln auswählen, die du herstellen möchtest. Du kannst auch deine aktuelle Waffe nachladen, um die nötigen Kugeln herzustellen. Lass uns Kugeln herstellen. Munition! Wir sind soweit. Ich habe das Ziel auf deiner Karte markiert. Na denn, gehen wir da doch mal hin. Kann ich hier noch was mopsen? Nein, kann ich nicht. Ach, natürlich. Dann hätte ich einfach eine andere Waffe ausrüsten können, nachdem ich im Spiel bin. Da muss auch erstmal drauf kommen. So. Was haben wir hier denn für eines? Mann, was haben euch denn die blöden Bäume getan? Was haben wir denn hier Feines? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh. Blau Blob. Immer her damit. Ach, und Freunde, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt plötzlich bei Twitch bin und nicht mehr bei Hitbox. Ja, wir haben ganz zufällig gemerkt, es gibt kein Hitbox mehr. Hitbox wurde aufgekauft. What? Okay, behalte ich meins. Blue Glow wissen wir schneller, aus welcher Richtung der Sturm aufzieht. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Baue ein paar einfache Westen. Um den Atlas zu schützen. Dieser
Dieser Sturm wird stärker sein als der, den wir am Außenposten gesehen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Festung zu bauen. Du kannst deine Bauwerke bearbeiten, um Fenster und Türen einzubauen oder das allgemeine Design zu ändern. Im Bauen-Menü kannst du auch Fallen platzieren. Wenn ein Gebäude beschädigt wird, kannst du es mit der entsprechenden Ressource reparieren. Bau jetzt Verteidigung um den Atlas auf und aktiviere ihn, sobald du bereit bist. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Mist. Gleich drüber. Los geht's. Du hast 5 Sekunden Zeit, es dir anders zu überlegen. Anders? Da sind die Höhlen. Und Kerntemperatur extrem. Da hast du wieder super mitgedacht, du Vogel. Zombie goes boom! Ach nee, das war was anderes. Okay, das war alles daneben. Gut, pass ein bisschen auf deine Gesundheit auf. Eine Sache zu viel gebaut, ist das ärgerlich.
Hey, ich kann fliegen. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an die Doctor Who-Folge mit der Gespensterdimension, wo diese ganzen toten Leute, will ich nicht sagen, das war es ja am Ende nicht, aber wo diese ganzen Gespenster dann aus einer anderen Dimension einfach rüberliefen, da ein bisschen rumliefen und dann wieder verschwanden. Im Endeffekt war es dann ja was anderes. Spoiler-Alarm. Aber das macht so ein bisschen den Eindruck. Ich will immer wie ein Warframe hier Quick Melee drücken. Verdammt. Nein, Grimm. Anderes Spiel. Was? Wie, die ist in Gefahr? Wo? Was? Da ist nichts in Gefahr. Wuhu! Hast du das gesehen? Da hängt durch die Wolken durch. Geht doch nichts über mit Neues. Wir sollten uns noch ein paar von diesen wunderschönen Himmelslasern zulegen. Okay. Wir haben irgendwas Cooles geschafft. Also, wir leben und die Zombies nicht. Gut, sie haben vorher auch nicht gelebt. Yay, nice! So richtig gerockt haben wir nirgendwo. Naja, was soll's. Bing. Läuft. Komm schon. Ja. Schön. Scheibenkleister. Das lief jetzt so lala, Freunde. Knack. Da knackt sogar schon die Triggerhand. Ja, los, mach auf. Wir schlagen zurück. Was wir jetzt noch brauchen, ist die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht. Glücklicherweise hat jemand. Das denke ich mir auch. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Der könnte völlig verrückt sein. Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich weiß sogar nicht, worum es geht. So, sie hat zuerst die Splittergranate, dann die Schockwelle und dann Vorwärtskommando. Er hat mehr Konditionen, weniger Schild. Wir nehmen ihn jetzt trotzdem mal. Können ihn auch betrachten. Sieht einigermaßen aus wie ein Soldat auch. Da können wir noch nichts machen. Waffenlager, Skizzen. Hölzerne Bodenstacheln zweimal. Wir können das Ganze auch irgendwie, habe ich mal gehört, in so ein blödes Buch eintragen.
Aber ich habe keine Ahnung wie. Also, ignorieren wir das erstmal. Helden haben wir keine neuen gekriegt. Verteidiger haben wir gar keine. Überlebende haben wir ein paar. Ressourcen haben wir ein Foto. Na. Umwandeln, Sammlung. Nehmen wir jetzt ein Blablabla. Das ist cool. Aber ich darf nicht. Fertigkeiten. Okay. Okay. Den haben wir schon. Na dann, nehmen wir den. Hey, unser erster Unlock, hätte ich fast gesagt. Okay. Erhöht den Schaden durch Fern- und Nahkampfwaffen um 1% pro Punkt. Okay. Fertigbeizbaum Stufe 2. Der kostet 2. 3. Was zur Hölle? Ich verstehe nur Bahnhof und das ist irgendwie auch gut so. Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof. Wir testen den jetzt erstmal. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Wir drehen uns irgendwie im Kreis, Freunde. Weise diese überlebende... Ah, ja. Überlebende Einheit. Medi-Einheit. Okay. Für Anführer brauche ich einen Slot. Was haben wir da? Was bist du denn? So, Charakter, nix Charakter. Ich brauche hier sowas wie einen Medic. Nö, nix Medic. Hier vielleicht? Also irgendwie passt das symbolmäßig alles nicht so zueinander. Erhöht Angriff. Die anderen sind alle gleich. Dann nehme ich mal die. Und das Med-Team müsste dann dementsprechend die Lebenspunkte erhöhen. Hä? Aber... Ah, okay. Mir kam zu Ohren, dass ihr dringend einen Sturmanalysten sucht. Ja, das kann wohl sein. Ich habe übrigens die Lightshow gesehen, die du neulich veranstaltet hast. Dann geht der Angriff aber runter. Ich mach's noch besser. Tatsächlich. Wenn ich den nehme, komme ich auf 6,50. Wenn ich den nehme, komme ich auf 6. Ja, komm. Nehmen wir die. Obwohl... Ja, passt schon. Wo sind denn neue Skizzen hier? Was habe ich denn bitte an neue Skizzen? Aber ich kann doppelte Skizzen wiederverwerten. Was auch immer ich dafür kriege. Und ich habe vielleicht irgendwelche neuen Überlebenden. Und keine Ahnung, was ich tue. Schalte Forschungsseite frei. Kaufe mit Forschungspunkten... Boni. Naja, was soll ich sonst damit machen? Keks kaufen? Ich mag Kekse. Was ist das? Boost! Nö. Aufträge. Freiberuflicher Sturmanalytiker
und oder potenziell gefährlicher Spinner. Spielen. Ja, komm, das testen wir nochmal. Nee. Was? Oh, nein, wieso? So, warten. Bitte warten. Dö. Bitte warten. Was haben wir hier denn wieder? Ach so, es ist die Gruppe. Ich verstehe. Sisi. Das ist muy bien. Oder so ähnlich. Aber hier fehlt immer noch die Hälfte. Oder bilde ich mir das nur ein? Drama mit dem Lama. Den Sheet kann ich gleich erst wegtauschen. Heldeneinheit. Darf ich noch nicht? Habe ich noch nicht? Kann ich noch nicht? Gadgets. Nur Banane im Kopf. Ihr seht, das Spiel ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Ich will nicht sagen wie Warframe. Sind einfach zu viele Interferenzen. Ach so. Die Waffe am Anfang wird nur randommäßig angezeigt. Wo waren wir? Ach ja, umfangreiches Spiel. Ja, das Spiel ist umfangreich, aber das Free-to-Play-Modell ist ja noch gar keins. Während ihr Warframe runterladen könnt und komplett, abgesehen von kosmetischen Artikeln, frei durchzocken könnt, so lange und so viel wie ihr wollt und die Top-Items freischalten könnt. Ich will nicht sagen, dass man hier gegen eine Mauer stößt, so wie ich das von anderen YouTubern und anderen Spielern gehört habe. Aber es sorgt dann mitunter für das ein oder andere Problem, wenn man nicht weiß, was man tut. So wie wir. Respektive ich. Immer her mit dem Blob. Hey, ich habe eine andere Spitzhacke, was ziemlich cool aussieht, glaube ich. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich soll einen Bus suchen. Wo ist die Bus? Wie sieht das eigentlich aus mit meinem Inventory Limit? Da muss ich doch gleich mal gucken. Da habe ich mich noch so gar nicht mit beschäftigt. Rucksack, 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 Rucksack. ...446 Schuss haben wir. Und jetzt kann ich keine Mumpeln mehr herstellen, weil was ist das denn? Achso, Energiezellen, leichte Patronen. Ich brauche Holz. Ist das Stein oder Schrauben? Ich glaube, das sind Schrauben. Eine etwas seltenere Ressource. Was? Ich denke, dass ich nicht da bin, wo ich sein sollte. Und gleichzeitig ein Bus. Also gut, Lars.
Wir haben eine Idee. Ich habe den Bus-Antriebsapparat vorbereitet. Setz ihn ein, sobald du bereit bist, Kommandant. Okay. Wird das den Bus in der Luft halten können? Das finden wir schon noch raus. Gut genug für mich. Fine with me. Oh, es gibt Fall Damage. So viel dazu. Ich könnte mal Urlaub gebrauchen. Urlaub. Ich mag Urlaub. Ach so, Blue Glue. Und zwar wo? Wo muss es denn hin? Ach so. Dass das blöde Zeug so selten ist. Sie kommen. Nein, tun sie nicht, sie schlafen. Keiner findet hier den blauen Kleber. Ja, wobei es ist ja Glue, nicht Glue. Ich brauche eine Pause. Und ich brauche. Grimm ist unterwegs. Und Scheiße. Rettet den Tag. Irgendeiner muss es ja tun. Ach, jetzt haben sie auf einmal... Nee, doch nicht. Ich bin tatsächlich der Einzige, der was hat. Das war genau betrachtet ziemlich dumm. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Machen die da? Sturmdaten wurden auf deine Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. So wie ich das verstanden habe, sind jetzt alle nur noch hier, um irgendwie Ressourcen zu farmen und keiner muss tatsächlich, so wie wir, diese blöde Quest abschließen. Aber wir schauen mal, was die anderen Leute so machen. Vielleicht schaffen wir es ja, nicht das Spiel zu ruinieren. Aber man weiß es nicht.
Ach. Faszinierend, wo sie überall hinrennen und hinlatschen und tun und machen. Aber fertig wird die Mission dadurch auch nicht. Und wir leben doch für die Mission. What is that? Das ist aber ein großer Stein. Das ist so ein bisschen wie Obsidian abbauen in Minecraft. Will ich das? Ja, los, komm. Leute. Ja, das denke ich mir auch. Dum, dum. Komm, wenn schon, denn schon. Nein! Vollidiot! Ach so! Also, in diesem Leben lerne ich es anscheinend nicht mehr. Geht leider nicht. Wie geht nicht? Warum geht das nicht? Was denn für ein Hindernis? Drama Queen. Irgendwie wollte ich doch nur eine Stunde streamen und wir sind mal eben eine halbe Stunde drüber. Naja, was soll's. Nö. Wie, nö? Scheiß Zwerg. In your face. In your Zwergenface. Ah, wenn man auf diesen kleinen Kreis hämmert, dann krittet man die Ressource. Aber wie soll ich da denn drankommen? Da muss ich ja noch ein ganzes Stück zurück. So geht's einigermaßen, aber näher rankommen darf man da wirklich dann nicht mehr. Ich war's nicht. Ha. Ja, scheiß Boss, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben einen Bonus im Spiel. Ich finde den Boss nicht. Lasst unsere Festung in Ruhe. Ich hoffe, da hat irgendeiner Fallen und anderen Tünef hingelegt. Es geht so tief runter. Was machst du da? Lass das sein. Wer hat diese Scheiße auf mich geschmissen?
Komm mal raus und du fängst hier ein paar. Da unten. Ich sehe euch. Kämpft weiter. Nur noch 30 Sekunden. Wow. Schauen wir doch mal. Überprüfe deine Karte nach neuen Infos zum Sturm. Aktiviere die letzte Abschusssequenz, wenn du bereit bist. Verteidige den Bus. Okay, das war ich wieder nicht. Ich bin unschuldig. Unmöglich. Wir haben einen Bonus im Spiel. Nein. Damit beeindruckst du niemanden. Gesehen. Okay, was auch immer passiert, ich kriege Bonuspunkte. Und die nehme ich gern. Killsteal! Was war das? Geht leider nicht. Geht leider nicht, sagt er. Einfach so. Geht ja wohl. Nein. Doch. Ja, auch noch wieder Worte. Ich sehe euch fast. Was? Last Minute Showdown.
Komm her. Oh. Kannst du das mal sein lassen? Einfach hier meinen Scheiß kaputt machen. Schade. Wobei, besser ist das. Wir haben es geschafft. Welcher Idiot hat ein Loch da reingeschossen? Der Zombie. Fetti! Ei, Fetti, bum, bum. Wer war das? Genau, Ali G. Countdown läuft. 3, 2, 1, Abschuss! Bonusherausforderung erfolgreich. Sau cool. Was? Möge der König des Olymp seine Schritte lenken. Okay. Also nicht, dass es uncool ist, aber es ist komisch. Hey, ich habe wieder nichts auf der Kette gekriegt. Schade. Naja, was soll's. Wir lernen ja noch. Schönes Ding. Da bin ich gespannt. Komm schon. Es reicht. Oh. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stufe 4. Cool. Komm schon. XP. Und XP. Ray, hier bei deinem Schild gibt es einige unerwartete Wolkenphänomene. Ich glaube, es destabilisiert den Sturm. Solange das Teil läuft, solltest du die nähere Umgebung auskundschaften können. Puh, da kommt mir eine Idee. Da kommt auch mir eine Idee. Das ist kein Wettbewerb, Lars. Na gut, kleiner. Da kommt auch mir eine Idee, Freunde. Wir lassen's für jetzt mit dem Stream erstmal gut sein. Ich denke, wir werden in die Welt von Fortnite bei Zeiten zurückkehren. Wahrscheinlich auch wieder im Stream. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit von Empathie. Macht's gut. Euer Grimm.